herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen unserer Fortuna und Eintracht Braunschweig. Ich begrüße beide Cheftrainer neben mir auf dem Podium und das erste Wort hat unser Gast aus Braunschweig, Thorsten Lieberknecht, bitte. Ja, hallo zusammen. Sehr ordentliches Spiel zweier Mannschaften, die erstmal in die Saison finden mussten, finde ich. Sehr ausgeglichenes Spiel mit Phasen für die Fortuna, mit Phasen für uns in der zweiten Halbzeit. Haben wir den Rückstand egalisieren können und mit etwas mehr Ruhe wie beim 2-1, wo wir wirklich sensationell das Tor rausspielen, hättest du auch die Situation haben können, vielleicht das dritte Tor zu schießen. So war es eben ja, das Spiel, was auch getragen worden ist von der super Stimmung hier heute. Die Fortuna ist immer wieder angetrieben worden, auch von ihren Fans. Unsere Fans haben ihren Beitrag geleistet, dass es eben so ein ordentlicher Abend wurde, den wir gesehen haben. Man will immer gewinnen, das haben wir nicht, aber wir sind auch nicht komplett traurig, dass wir jetzt nur den Punkt geholt haben, weil er unterm Strich verdient war und deswegen ist der Trend, den wir jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, in dieser sehr kurzen Vorbereitungszeit, die wir hatten, ist zu erkennen, dass die Jungs gut arbeiten, gut in Form, sie springen wollen auch und das war heute wieder ein weiterer Schritt und ein wichtiger Schritt eben, um die Saison zu finden. Ja, vielen Dank, Thorsten Lieberknecht. Gibt es Fragen bis hierhin? Ich sehe kein Handzeichen. Dann hat unser Trainer das Wort. Friedhelm Funkel, bitte. Ja, der Thorsten hat es schon angesprochen. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel von beiden Mannschaften und mit einem gerechten Ausgang. In dem Spiel meiner Mannschaft gab es Phasen, die gut waren, es gab Phasen, die weniger gut waren. Was mir imponiert hat, ist, dass die Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist gegen eine starke Braunschweiger Mannschaft, die auch in diesem Jahr mit Sicherheit oben mitspielen wird. Davon bin ich überzeugt, dass sie nie aufgegeben hat, sondern immer wieder nach vorne gespielt hat, dass sie die eine oder andere Möglichkeit hat liegen lassen. Ilias Bebou zum Beispiel am zweiten Pfosten rechts, wo er nicht so richtig an den Ball kommt. Aber wir haben es weiter probiert und Florian hat ein wunderschönes Tor gemacht, schön rausgespielt. Und das hat er ganz cool mit dem linken Fuß gemacht gegen die Laufrichtung vom Torwart. Und das war dann letztendlich der verdiente Ausgleich. Aber auch wir müssen uns steigern und wir werden uns auch steigern. Für das erste Spiel war es wirklich ein interessantes Spiel für die Zuschauer. Und auch ich muss die Zuschauer loben, die uns immer wieder angefeuert haben, die immer wieder Fortuna, Fortuna gerufen haben. Das hat der Mannschaft natürlich gerade nach dem Rückstand sehr, sehr geholfen. Und auch ich bin mit dem Punkt nicht unzufrieden. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Friedhelm Funkel? Ja, dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen eine gute Heimreise, besonders unseren Gästen aus Braunschweig. Danke.